Okay, Leute, ab geht es. Jetzt wird es richtig wild. Wir sehen hier, wie er sich schön ein abbrabbelt. Und was sehen wir noch? Kein Ton. Und ich muss das Ganze jetzt irgendwie nachvertonen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Also, ab an den Spot und wir gucken mal, ob ich das so einigermaßen noch nachvertonen kriege. So ist es. Also, ich stehe hier tatsächlich an der Tunguska auf 82.100 und versuche einfach mal schön auf Pellet Marine und auf Muxun und wie sie nicht alle heißen, Bodenränken und so weiter, schön entspannt mit der Matchroute und gib ihm raus damit. Ist das der Hammer? Jetzt brabbelt der da unten in der Ecke irgendwas anderes und der Ton auch wieder was ganz anderes. Wir haben noch nicht mal Game Sound. Das ist ja der Obama. Warte mal, wir kriegen doch bestimmt Game Sound hin. Einen Moment. So, jetzt haben wir auch hier schön wieder ein bisschen Hintergrundsound. Genau übrigens von der Stelle, wo ich hier gerade bin. Also, da kann man doch mal sehen, wie einem so ein Windows-Update das gesamte System hier zerschießt mit den beiden Rechnern. Haben sie einfach nicht mehr miteinander kommunizieren können. Also, legen wir los. An der Stelle jetzt hier, auf 82.100, schön entspannt rauswerfen. Ihr seht ungefähr von der Reichweite. Ich habe natürlich jetzt keinen Clip drin, sondern werfe das Ganze hier aus dem Handgelenk raus und lasse das Ganze schön da lang treiben. Tiefe ist eingestellt einmal auf 1,50 Meter und auf 1,60 Meter. Ja, und was halt hier rausgeht, ne? Schön die Bodenränken. Die kleine Bodenränke, die war leider nur einmal mit dabei, aber im Großen und Ganzen war es von der Frequenz her richtig gut. Und das ist jetzt hier gerade die zweite halbe Stunde sozusagen. Das heißt, ich habe das Ganze insgesamt jetzt zweimal gemacht. Um 4, 5 Uhr starte ich ja jetzt hier gerade wieder und ja, man kann das so locker mal bis 23 Uhr, bis 0 Uhr durchziehen. Da beißen dann auch immer noch irgendwelche Brocken. Also das geht schon ganz gut. Und das heißt, man hat dann nur eine ganz kurze Unterbrechung in der Nacht, wo es vielleicht ein bisschen schlechter läuft. Und dann kann man halt direkt wieder loslegen. Also jetzt in beiden Fällen. Ich teste jetzt einmal, ja oder noch einmal hier an der Stelle mit den besagten Ködern, mit dem besagten Set jetzt hier, Köderkombinationen und ähnliches, da gehen wir natürlich im Detail auch nochmal gleich drauf ein. Hakengrößen sind auch immer ganz interessant, hatte ich auch später noch ein bisschen getestet, was da alles so geht. Im Großen und Ganzen kann man sagen, so ein 6er Haken oder auch ein 4er Haken passen da schon ganz gut. Und damit hat man eigentlich auch eine ganz, also nicht nur eine gute Frequenz, sondern eben auch von den Größen her ganz passende Brocken dranhängen. Was man jetzt auch schon gerade sieht, es ist immer so ein bisschen tricky, wann wirft man wieder aus, gerade wenn man eben mit zwei Routen jetzt unterwegs ist, ist es halt so, dass die, dass das Auswerfen der einen Route vielleicht lieber mal zurückgestellt wird. Das heißt, man wirft aus und diese Auswurfanimation und bis das dann abgestellt wird und so weiter, das braucht immer ewig. Und in der Zwischenzeit, wo man halt nichts machen kann, wo man in dieser Animation ist, zuppelt dann schon auf der zweiten Route was, die geht unter und man hat einfach nicht die Chance, dann zuzugreifen. Das ist halt mehrfach passiert. Von daher vielleicht, also wenn ihr gerade reingeholt habt und die andere Pose treibt da schon schön lang, dann vielleicht erstmal drauf achten, zuppelt da schon wieder ein bisschen was dran, geht die vielleicht gerade unter und dann erst halt wieder auswerfen. Das ist schon ein bisschen tricky und kann auch ein bisschen stressig werden, gerade mit zwei Routen. Mit drei Routen will ich mir das gar nicht ausmalen. Das hatte ich früher mal gemacht, aber das machst du so, keine Ahnung, 20 Minuten oder was, da bist du aber auch durch in der Birne. Das reicht dann völlig. Ja, grundsätzlich von den Köder-Kombis, Köder-Kombinationen, ihr seht es oben links auch schon, Mistwurm und die Eintagsfliegenlarve funktioniert ganz gut. Bisschen später teste ich dann auch noch die Steinfliegenlarve in Kombination. Das läuft so lala. Es geht auf die Steinfliegenlarve ein bisschen anderes, also ein bisschen andere Brocken gehen da auch mit rein. Allerdings gehen auch viel kleinere rein und dann zwischendurch mal ein großer. Also das ist ein ganz eigenartiges Verhalten in Kombination mit der Steinfliege.
lange Zeit halt oder mehrfach kleine Fische und dann aber auch zwischendurch mal richtige Brocken. Sieht man später nochmal im Kescher. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das alles am besten jetzt gleich so zusammenschneide, dass das irgendwie auch noch so einigermaßen sinnig rüberkommt. Also, gehen wir nochmal aufs Setup ein. Ich verwende ja hier die Monster Blade Matchroute und für die Matchrouten verwende ich ja ganz gerne schnell kurbelnde Rollen, weil ich eben beim Einkurbeln einfach nur mit 50er Einholgeschwindigkeit plus Shift einmal schnell kurbel. Das Ganze hakt dann relativ automatisch, das heißt linke Maustaste, dann direkt rechte Maustaste einmal gezuppelt und dann ist der Fisch in der Regel schon gehakt. Funktioniert 1A, geht immer richtig gut. Und hier jetzt in der Kombination ist es dann einfach mal mit nur Fluorocarbon 9, reicht auch völlig aus. Man geht vielleicht bei größeren Brocken dann schon mal ein bisschen in den Drill, aber auch da reicht dann natürlich hier die 170 Meter an Stur auf der Rolle völlig aus. Ja, Viererhaken gerade noch hier in Kombination eben dann mit Steinfliege und Mistwurm. Die Wackler, die ich verwende, übrigens hier noch die Wackler vom Weihnachtsmarkt. Wir haben ja jetzt, ja, es geht so langsam schon in Richtung Jahresende. Man kann schon mal anfangen zu sparen übrigens auf Weihnachten und dann sich ein bisschen was gönnen am Weihnachtsmarkt. So ein paar Tausend Silber kann man da jedes Jahr gut ausgeben. Wenn man ein bisschen weiter hinten rechts hinwirft, da werde ich nach dem Video dann auch nochmal hingehen und ein bisschen weiter testen. Dann geht da hinten auch noch, also ein bisschen weiter rechts rüber, dann gehen da hinten auch noch die Muxun ganz gut rein. Schauen wir nochmal eben rein hier in den gesamten Kescher. Und wenn man das in Gänze sich mal anschaut, also jetzt zweimal eine halbe Stunde, sind wir jetzt hier bei 500 Silber. Das passt doch ganz gut. Wobei man jetzt auch sagen muss, die erste halbe Stunde ist da die ergiebigere gewesen. In dieser gesamten Stunde habe ich getestet, einmal, wie gesagt, mit kleineren Ködern. Also die erste halbe Stunde war mit Eintagsfliegenlarve und Mistwurm auf vierer Haken. Eine ganz kurze Zeit nur da die Steinfliegenlarve schon getestet. Das erste Ergebnis war da deutlich besser. Und jetzt sehen wir hier das zweite Ergebnis. Da haben wir auch die erste, ja jetzt die zweite halbe Stunde sozusagen. Und da waren wir bei 200, irgendwann um die 30. Jetzt mal hier bei 260 bei der ersten. Also da dann doch schon bessere Ergebnisse. Wobei, wie gesagt, eben bei der zweiten Runde waren dann doch auch mal so ein großer 3,5 Kilo Muxun mit dabei. Und das ist halt dann doch irgendwie schon interessant. Warum halt nicht dann auch mal versuchen, gezielt eben auf so einen Muxun zu gehen, ne? Also, ja, so das Große und Ganze. Ergebnis passt ganz gut. Ich werde danach, wie gesagt, dann nochmal weiter testen auf Muxun. Da ist der Brocken, der, wie gesagt, weiter hinten auf Höhe des Boots reingeknallt ist. Und ja, da geht es dann gleich direkt auch nochmal hin. Ich zeige das nochmal eben. Das ist jetzt quasi hier diese Stelle ungefähr auf, ja, auf Höhe von diesem Boot. Und dann eben so weit jetzt hier rauswerfen. Zack. Bis da vorne hin. Das war schon ein bisschen weit. So ungefähr genau die Höhe. Da passt das eigentlich ganz gut. Und da sind dann eben auch die Muxun reingeballert. Da ist er auch schon, der Muxun. Ja, wenn das Ganze trotz des Sound- und Technikunfalls irgendwie geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Fails nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.